Ihr habt gesehen, ich habe schon ein bisschen aufgeräumt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder Familienzeit und ich hoffe, dass es heute nicht so durcheinander wird und so holprig wie beim letzten Mal. Ihr seht auch, ich muss das große Licht anmachen, weil es ist halt echt, es ist trüb und richtig herbstlich. Also aktuell ist es ca. 13 Grad draußen, aber es ist ja jetzt so, gegen 9 ist es jetzt früh morgens. Und ich habe heute das Haus wieder mal für mich allein. Ja, was wird heute passieren? Also, aktuell muss ich nachher erstmal, wenn ich hier fertig bin, mit euch gequatscht habe, werde ich noch ein Video vordrehen. Das habe ich mir vorgenommen. Und dann muss ich meine Wäsche erledigen, klar. Aber ich glaube nicht, dass ich euch das so zeige. Also. Wäsche bügeln, was ist da dran so interessant? Dann müssen wir zum Zahnarzt fahren. Das machen wir heute Mittag, wenn die Luise aus der Schule kommt. Und dann muss ich heute Abend, fahre ich noch in die Stadt. Da fährt meine Friederike, die fährt heute wieder nach Würzburg mit dem Zug. Und dann muss ich die zum Bahnhof bringen. Und ja, da werde ich dann noch in die Stadt gehen und so muss ich noch zur Depot, weil ich ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin brauche. Ich will mal gucken, ob ich das zeitlich so schaffe. Also ich will es hoffen. Ist halt so. So. Und was liegt sonst noch so an? Allgemein bei uns in der Familie. Also wir sind alle noch ein bisschen erkältet. Das kriegt ihr ja auch mit. Ja. Was gibt es an Neuigkeiten? Also, wir haben unsere Hausfinanzierung durch. Also das heißt, die Hausfinanzierung steht auf sicheren Füßen und jetzt geht es wirklich los, sich aktiv um ein neues Zuhause zu kümmern. Also das war jetzt überhaupt kein Problem, es ist alles okay. Und ja, wir werden uns jetzt aktuell ein neues Zuhause suchen und ihr dürft ja den Werdegang mit begleiten. Mal schauen, was sich so findet, was wir so, ja, wissen wir noch nicht genau, aber... Also wir haben schon Vorstellungen, klar, wir wissen schon, was es sein soll, wird, wie groß und alles so. Aber ja, auf alle Fälle freue ich mich, ja, auf was freue ich mich eigentlich im neuen Haus? Also das neue Haus muss definitiv einen Kamin haben, einen Kaminofen. Das muss definitiv sein. Das wollte ich unbedingt haben. Und ja, ich möchte gern ein Wohnzimmer haben mit einer Terrasse, wo ich einfach aus dem Wohnzimmer hinten rausgehen kann, auf die Terrasse oder auf die Wiese. Das möchte ich gern. Ja, wie gesagt, wir haben ja hier auch ein Haus, aber das ist gemietet und da haben wir nur vorm Haus. Also wir müssen aus der Haustür raus und vorm Haus ist eine Terrasse. Und das ist ja auch ziemlich an der Straße, also so doll sitzt man da jetzt nicht. Man hat zwar einen Außensitz, aber... man hat nicht so die Bewegungsfreiheit. Auf alle Fälle soll das Haus das haben. Und jetzt will ich mal gucken. Also wir sind jetzt aktiv am Gucken und am Schauen und am Machen, was es wird, was sich geboten wird. Und ja, irgendwas wird es schon werden. Wir freuen uns auf alle Fälle, ja, ein eigenes Zuhause zu haben. Weil es ist halt immer, es ist nicht so, wir fühlen uns hier nicht unwohl, so ist es nicht. Aber es ist einfach so, dass, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass es, man bezahlt so viel Geld im Monat hier und eigentlich, ja, klar, man kann hier wohnen, aber es gehört einem dann nicht. Also man bezahlt so viel Geld und bei einem eigenen Haus gehört es einem dann irgendwann. Und ja, ich sehe heute auch noch ein bisschen müde aus, sehe ich. Oh, bin noch nicht so, das ist auch, das ist das Wetter. Es ist echt trüb und es ist echt nicht schön, das Wetter. Und ja, wollen wir mal schauen. Also ich trinke jetzt meinen Cappuccino aus. Dann werde ich mein Video drehen, was ich vorhab. Und dann begleitet uns weiter durch unseren Tag. So, ihr Lieben. Ja, ich sag mal so, ihr Lieben. Ist aber egal. Ich hoffe, es stört euch nicht. Die Wäsche ist fast fertig. Ich habe auch das Video gedreht. Und da die Luise... im letzten Vlog gesagt hat, es gibt bei uns nur Spaghetti, muss ich da mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Also, da kann man mal sehen, wie die Kinder das sehen. Ich bereite jetzt das Mittagessen vor, wie gesagt. Und bei uns gibt es heute
Kartoffelgratin. Und wem das interessiert, der kann mir das ja mal schreiben. Dann kriegt ihr auch das Rezept von mir mal in einem Rezeptvideo. So, während das Kartoffelgratin jetzt gar werden kann im Ofen, nehme ich euch jetzt erstmal mit raus zum Hasenfüttern. So, wollen wir mal schauen, was die Hasen so machen. So. Komm. Nehme ich euch jetzt gerade mal mit raus. So, ihr Lieben. Jetzt gibt es was zu fressen. Seht ihr das? So. So, ich glaube, das reicht. Da wir jetzt einmal hier draußen sind, ich habe hier so einen schönen großen Bambus, aber allerdings im Kübel. Und wie überwinter ich den? Jetzt wird es hier langsam kühler. Ich meine, noch ist die Zeit nicht da. Aber hat jemand eine Idee, wie ich den im Kübel überwintere? Normalerweise gehört er ja in die Erde gepflanzt. Also her mit euren Tipps. Ich habe gestern auch noch ein paar Himbeeren abgenommen im Garten. Und ja, weil ich eigentlich einen Himbeerkuchen backen will und das noch zu wenige Himbeeren sind, werde ich die jetzt erstmal einfrieren. Und wenn dann die nächsten reif sind, weil die werden jetzt täglich, kann man da eigentlich abnehmen. Und so sammle ich die dann, bis ich für einen Himbeerkuchen zusammen habe. Also die friere ich jetzt erstmal ein. Und jetzt kommt die Luise gleich. Das Essen ist auch fast fertig. Und meine Friederike müsste auch gleich kommen. Ja. Und dann gehen wir zum Zahnarzt. Halt schon Dienstagmorgen. Es ist wie immer, ich war gestern dann doch ein bisschen später dran und es hat alles ein bisschen länger gedauert und ich war jetzt nicht nur bei Depot, sondern ja, ich war halt auch noch bei DM und bei H&M und da haben sie uns dann schon dezent nach draußen verwiesen. Also wie gesagt, es wurde etwas länger. Deswegen habe ich dann gestern Abend nicht mehr gefilmt, aber das hole ich heute nach und nehme euch heute noch ein kleines Stück, aber nur ein kleines Stück. Es wird nicht wie das letzte Mal. So, bei DM habe ich halt meine üblichen Sachen gekauft. Das wollte ich jetzt euch nicht zeigen, weil das kennt ihr von mir. Und was neu ist, was ich mir gekauft habe, ist dieses Reinigungsmus fürs Gesicht. Das habe ich gestern Abend schon ausprobiert. Das ist von Nivea. Ich fand das echt, ich fand das angenehm. Also das muss ich wirklich sagen. Das fand ich gut. Ja. So, dann zeige ich euch meine Ausbeute von H&M. Und zwar habe ich ja gestern Morgen Wäsche gemacht und habe festgestellt, dass die Luise überhaupt nichts mehr für den Herbst zum Anziehen hat. Die ist aus allen rausgewachsen. Die hat so einen Wachstumsschub gemacht. Und ja, also musste ich dann gestern, war ich sowieso in der Stadt und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir noch zu H&M und kaufen halt Herbstsachen. Und da haben wir jetzt hier diesen Pullover mitgenommen. Der hat jetzt gekostet 9,99 € hat er gekostet. Den hat sie sich ausgesucht von H&M. Den finde ich ganz schön. Der ist auch so, der ist innen schön flauschig. Der ist hübsch für die Übergangszeit. Dann hat sie eine rosa Jeans oder so lachsfarbene Jeans sich gekauft. Aber doch mehr rosa. Und die, ja, die hat sie natürlich heute gleich angezogen. So, dann habe ich mir hier, der ist für mich, so einen Kuschelpulli gekauft. Der ist so ein bisschen Übergröße, gefällt mir aber sehr gut. Also, ja, der ist ganz hübsch, fand ich. So, jetzt zum Drüberschlupfen für zu Hause, für die Übergangszeit, finde ich das immer ganz schön. Da habe ich mir den mitgenommen. Weil es zurzeit nämlich auch so ist, wer Mädchen in pubertierendem Alter oder ja, entsprechenden Größe hat, weiß das. Also meine Mädels, die bedienen sich regelmäßig an meinem Kleiderschrank
Und ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Es ist eigentlich verboten. Aber hin und wieder tun sie es immer noch. Und ich habe da nichts im Schrank und die beiden ziehen es an. Und das geht mal gar nicht. So, also, dann habe ich einfach noch hier für den Jan-Niklas schwarze Sneakers, die hat er sich gewünscht, die braucht er. Die habe ich in Jan-Niklas mitgebracht. Wie gesagt, die Luise hat noch eine rosa Hose und dann haben wir noch jede Menge Unterwäsche gekauft, aber die tue ich euch jetzt nicht an. So, meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe euch wieder ein bisschen mit durch meinen Alltag genommen. Ich freue mich auf alle Fälle auf euer Feedback. Da freue ich mich immer drauf. Der Austausch mit euch finde ich wunderbar und ganz toll. Ja, dann lasst mir ein Feedback da. Auch Daumen nach oben oder schreibt mir einen Kommentar und abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.